Du hast Nackenschmerzen und dein Kopfweh hämmert. Insgesamt geht's dir schon echt beschissen. Auch nach außen wirkst du irgendwie belämmert, abgekapselt, schweigsam und verbissen. Ich schätze, dass ich dein Problem verstehe. Ich hätte da eine super Idee. Hast du Zeit für eine Daumenpause? Komm, steck das Scheißding endlich ein. Sonst wäre mein Vorschlag dieser Vorschlaghammer. Damit hau ich dein Handy kurz und klein. In der Trauerhalle fragst du glatt den Pater: Kann ich das WLAN-Passwort haben? Der Pfarrer sagt: Hab Respekt vor deinem toten Vater. Du fragst nur: Alles Kleinbuchstaben? Ich schätze, dass ich dein Problem verstehe. Ich hätte da eine super Idee. Hast du Zeit für eine Daumenpause? Komm, steck das Scheißding endlich ein. Sonst wäre mein Vorschlag dieser Vorschlaghammer. Damit hau ich dein Handy kurz und klein. Kennst du auch schon meine kleinen Daumenschrauben? Die legen wir dir jetzt mal an. Oder wir checken mit dem Baseballschläger, ob dein Handy auch Flugmodus kann. Wenn ich wissen möchte, wie's dir geht, muss ich schauen, was in deinem WhatsApp-Status steht. Wie du sprichst mit mir, warum denn gerade jetzt? Ach so, na klar, du hast hier grad kein Netz. Dann machst du grad wohl eine Daumenpause und hast dabei die Hände frei. Dann können wir abgefahrene Sachen machen. Zum Beispiel leihen wir uns ein Boot beim Bootsverleih. Und dann trinken wir eine Traubenbrause in einem Kanu auf dem Rhein. Komm, wir gehen statt zu daddeln, paddeln. Lass dich einfach mal drauf ein. Jetzt mal ein paar Sachen zeigen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Das da oben, das Blaue, das ist der Himmel. Guck mal, alles 3D, super aufgelöst, Full HD. Und das da, das sind Menschen, mit denen kann man sprechen, die haben Spracherkennung. Und das, was da so lecker riecht, das ist ein veganer Burger. Und hör mal auf den Sound. Genau, Dolby Surround.